Guten Morgen vom Edersee. Ja, es ist der letzte Tag, aber es ist noch mal ein schöner Morgen und ich dachte mir, da frühstück doch hier am Edersee. Es ist wunderschön heute Morgen, das Wetter spielt mit. Hab mir gerade einen Kakao heiß gemacht und leckere Brötchen dabei. Es ist recht frisch heute Morgen und pustig, ja, aber trotzdem schön hier. Ja, heute geht es auf die letzten 60 Kilometer zurück zum Ausgangspunkt an die Edermündung. Ja, schade, dass es wieder so schnell alles gelaufen ist, aber wieder viel erlebt und heute werde ich wohl auch noch einiges sehen auf der Strecke. Ja, ich hoffe, es wird dann heute auch wieder schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. So, das habe ich jetzt hinter mir, das Frühstück. Echt, das hat echt super gut getan, war echt schön hier. Aber jetzt geht es erstmal runter Richtung Fritzlar. Da ist die Eder wieder. Ja. Die ersten Kilometer waren natürlich sehr schnell bergab, aber ich habe auch sehr starken Rückenwind. Und das wird wohl auf der gesamten Strecke so sein, also wird es heute richtig rasant werden. Sehr schön hier. Ging gerade eben durch die Ederauen. War auch sehr schön. Also bis jetzt recht klasse hier. Die Eder kann auch mal wild. Oh, kleine Stromschnellen hier. Also langsam wird es milder. Ja, der Wind ist kalt, aber die Jacke, die werde ich jetzt mal ausziehen. Thank you.
Ja, es geht gut voran mit diesem Rückenwind. Ja, Fritzlar ist gleich erreicht. Und ich glaube, jetzt spielt die Sonne auch noch mit. Ah, herrlich. Das ist die Skyline von Fritzlar. Sieht echt klasse aus. Aber wie immer, Altstadt ist da oben auf dem Berg. Sieht bestimmt toll aus, aber da fahre ich jetzt nicht hin. Ich fahre lieber hier unten dran vorbei. Die nächste Station ist eigentlich schon Felsberg und die Schwalmmündung. Also ist alles gar nicht mehr so weit. Aber warm ist es jetzt auch, wo die Sonne rauskommt. Jetzt fahre ich sogar schon in kurz. Das ging heute echt schnell. Sicherheit geht vor. Da ist sie, die Schwalmmündung. Ich bin wieder hier. Ja, der Rest des Weges zur Edemündung, den kennt ihr ja. Da werde ich jetzt nicht mehr so viele Zehen drehen. Aber ich werde mich dann nochmal von da melden. Das sind jetzt noch circa 20 Kilometer, nicht ganz. Die werde ich jetzt nochmal ganz schnell abreißen. Ja, aber echt ein schönes Plätzchen hier. Der Münde ist wieder erreicht, da wo alles angefangen hat. Ja, das war eine tolle Reise, tolle 4 Tage. Ah, sehr schöne Strecke. Jetzt habe ich gleich 370 Kilometer hinter mir. Na, geplant waren 340, sind da doch noch etliche dazugekommen. Aber alles schöne Kilometer, sehr schöne Strecke habe ich mir da ausgesucht. Hier an der Eder natürlich, aber auch an der Schwalm, oben bis zur Quelle, dann runter an die Ohm, bis zur Lahner Kölbe. Denn noch den Lahn.
Eder-Radweg rüber zur Eder, zum Edersee. Also echt klasse. Und dann wieder hier heute nochmal hier runter, wieder zurück. Ach, so eine Reise auf dem Rad ist doch immer was Besonderes. Ja, leider war es ja auch dann wieder mit Hotelübernachtung, aber das war ja auch sehr gemütlich. Aber ein größeres Abenteuer wäre es ja gewesen mit Zelt. Mal sehen, die Lockerungen gehen ja weiter. Was da als nächstes kommt, ja. Wetter hat gepasst. Die Beschilderung war super. Also ich hätte das Navi gar nicht gebraucht. Und ach, das Essen, was ich mal zwischendurch gemacht habe, hat gepasst. Aber auch natürlich habe ich abends nochmal ordentlich zugeschlagen irgendwo am Imbiss oder im Restaurant. Ja, es war ein bisschen komisch. Noch so mit der Maske einkaufen, das kennt man ja inzwischen, aber dann auch da im Hotel oder Restaurant. Ja, ist noch ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich an alles und irgendwann ist es ja auch mal hoffentlich vorbei. Ja, leider ist die Reise vorbei, aber ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war sehr toll, also ich hoffe, dass ich bald schon wieder los kann. Also, denn danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin. Tschüss.